Einen schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Mein Name ist Katja Redlitschka, ich bin die Direktorin der neuen niederösterreichischen Mittelschule Gerersdorf. Die Regenbogenkinder, mein Mann und ich, wir freuen uns sehr, dass wir den Bürgermeisterempfang 2018 eröffnen dürfen und musikalisch begleiten dürfen. Auf der Bühne und hier bei mir sehen Sie Mädchen der Mittelschule Gerersdorf, das ist unser Chor. Die Mädchen sind 10 bis 14 Jahre alt und einmal in der Woche ist Probe, vor Auftritten natürlich ein bisschen mehr. Heuer ist ein besonderer Bürgermeisterempfang, denn ich habe die Ehre, Sie gleich mit zwei Moderatorinnen heute durch das Programm führen zu dürfen. Begrüßen Sie bitte mit mir Katharina Posch und Selina Thür von den Regenbogenkindern der neuen niederösterreichischen Mittelschule Gerersdorf. Und es war eine relativ lange Liste an Ehrengästen aus Politik und Wirtschaft, die Bürgermeister Folter hier begrüßte. Gerersdorferinnen und Gerersdorfer, die unsere Gemeinde zwei Tage lang bei der Ideenkonferenz für den Grünraumspange Wiesentberg-Gerersdorf-Norbert-Schenwald vertreten haben. Ebenso möchten wir die Wichtigkeit der Zivildiener in der Ortsstelle des Roten Kreuzes hervorheben. Sollten wir jemanden von Ihnen vergessen oder übersehen haben, bitten wir das zu entschuldigen. Kommen Sie bitte trotzdem nächstes Jahr wieder. Bei so vielen ehrenamtlichen Aktivitäten ist es an der Zeit, auch einmal Danke zu sagen. Der Stadtrat hat daher einige Ehrungen beschlossen, die jetzt verliehen werden. Und darum bitte ich jetzt Herrn Vizebürgermeister Magister Dietmar Ruf zu mir auf die Bühne, damit wir die Ehrungen gemeinsam verleihen können. Wie ich vorher neben dem Herrn Vizebürgermeister gesessen bin, hat er gesagt, na Alexander, das sind schon unsere beiden Nachfolgerinnen. Also müsst ihr euch dann nur mehr ausmachen, wer von euch einmal Vizebürgermeisterin und wer Bürgermeisterin werden will. Ja? Jetzt habe ich den Bürgermeister da, er ist entspannt, die Sache ist vorbei und es war, glaube ich, ein glänzender Empfang. Es war ein gelungener Bürgermeisterempfang 2018. Im Jubiläumsjahr, 10 Jahre, darf ich Bürgermeister sein und ich habe mich sehr gefreut über die große Anzahl an Gästen, die ich begrüßen habe dürfen. Ich glaube, Gerersdorf braucht sich keine Sorgen machen um Moderatoren, also die zwei Mädchen haben das wirklich tadellos gemacht. Ne? Ja, am Internationalen Frauentag, der auch genau heute ist, war es eine nette Überraschung, dass ich gemeinsam mit zwei Schülerinnen aus der neuen niederösterreichischen Mittelschule die Moderation machen habe dürfen. Und das war für mich auch etwas ganz Besonderes und ist mir sehr ans Herz gegangen. Was wir so mitbekommen haben, dieses Jahr tut sich einiges in Gerersdorf.
Ja, also nach dem Rückblick, den wir für das Vorjahr gemacht haben, war es auch ganz wichtig, neue Projekte aufzuzeigen. Der Start für das Generationendorf mit dem Pflegeheim Betreuten Wohnen und mit Jungen Wohnen. Das Dorf hat einen wertvollen Grünraum. Dieser soll für die Zukunft erhalten werden. Und mit dem Wiesenberg in Floridsdorf und dem Norbert Schiedwald in der Donaustadt zu einer großen Grünraumspange verbunden werden. Über dieses Projekt berichten uns Frau Renate Zuckerstetter vom Stadt Umlandmanagement und Frau Diplom-Ingenieur Christina Stockinger von der MA 18. Das Projekt der Grünraumspange, wo wir jetzt dabei sind, einen Namen dafür zu finden. Und auch nicht unwesentlich war zu berichten, dass wir einen Generationenvertrag abgeschlossen haben und dass ab dem 1. Juli das Rote Kreuz wieder in guten Händen sein wird und unter der Ägide des Landes eine eigene Dienststelle sein wird, die eine gute Zukunft jetzt versichert. Sie haben in der Vergangenheit schon bewiesen, dass die Rotkreuzstelle ausgezeichnete Arbeit geleistet hat. Ja, es war schon sehr gut. Also man muss eigentlich sagen, es ist schwer, dass es noch besser wird, weil die waren schon gut. Aber jetzt können Sie das direkt der Landesleitung beweisen. Gerersdorf, das Rote Kreuz in Gerersdorf ist super. Wir sind schon beim letzten Programmpunkt angelangt. Es gibt aber noch ein Thema, über das wir berichten möchten. Worum es sich dabei handelt, versuchen Ihnen die Kinder aus dem Kindergarten Oberlisse zu erklären. Raten Sie selbst mit, was da wohl gemeint ist. Da geht man hin. Da müssen wir dieses Mistgrübelsackerl mitnehmen. Dieses Biermüll. Ich war nur einmal. Ich war beim Gemeisterfang und beim Schulenschreiben. Es ist ein Haus, wo man früher Räte gesagt hat. Da kann man mit dem Bürgermeister reden, wo man ein Haus bauen darf oder nicht. Ich bin mal in einem anderen. Da arbeitet der Bürgermeister und der verdient Geld. Und da macht und da kommt im Fernsehen, was gebaut wird. Und irgendwo. Die Leute, die arbeiten dort. Mit dem Bürgermeister helfen ihm, eins aufzubauen. Und das Haus ist weiß. Man muss das nicht selber malen. Es hat eine Uhr. Das ist weiß. Es ist dann da schon entscheidend. Und ich auch. Ein großes Haus. Die wissen noch nicht, was die alles selbst bauen müssen. Da habe ich mich eingeschreit. Sehr geehrte Damen und Herren, unser Rathaus. Der Ottmar Scheider hat im letzten Gemeindekurier geschrieben, dass das Gebäude 220 Jahre alt ist und wir haben jetzt 2 Jahre Umbauphase gehabt und in den letzten, sage ich mal, 12 bis 14 Monaten quasi an offenem Herzen operiert. Das heißt, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben gearbeitet während einer laufenden Baustelle. Es war nicht immer leicht. Das gehört auch dazu. Viel Lärm, viel Schmutz, Heilungen untergebracht. In der Zwischenzeit haben wir auch schon die eine oder andere Hochzeit im Rathaus feiern dürfen. Wir haben auch unsere Außenstelle der Bezirkshauptmannschaft untergebracht. Und Frau Bezirksobfrau, ich glaube, sind wir die erste und einzigste Gemeinde in Niederösterreich, die im Rathaus die BH hat. Aber wir könnten so Stockerer auch. Na, die haben es uns wegnehmen müssen. Ja. Aber wir sind von Anfang an ganz vorne dabei. Und ich weiß nicht, ob Sie es im Fernsehen irgendwie mitgekriegt haben, wie letzte Woche. Jetzt, da soll es eine Verwaltungsreform geben, Reisepass auch im Rathaus, entweder beantragen oder ausstellen lassen. Also wir haben schon Gerersdorf. Ja, bei uns geht man da rein
One-Shop-One-Stop-Prinzip. Dankeschön. Und die Eröffnung vom Rathaus findet statt am 3. April. Wir haben angefragt bei der Frau Landeshauptfrau Magistra Johanna Mickl-Leitner, ob sie Zeit hat. Es ist der Dienstag nach Ostern. Liebe Gäste, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie waren ein wunderbares Publikum. Lieber Herr Bürgermeister. Lieber Herr Bürgermeister, Sie waren ein super Co-Moderator. Wenn Sie wollen, dürfen Sie im nächsten Jahr wieder den Bürgermeisterempfang mit uns moderieren. Ja, auch ich darf mich bei euch, bei der zukünftigen Vizebürgermeisterin und Bürgermeisterin von Gerersdorf, bei Katharina und Selina ganz herzlich bedanken und ich darf euch ein kleines Dankeschön überreichen. So, das ist euer Applaus und ihr bekommt von Alexander einen Gutschein fürs Getreide. Sehr geehrte Damen und Herren, das Buffet ist